Langsam, langsam, langsam. Okay. Und jetzt Gas geben. Gas, 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 Gas bis hier oben. Ja, wunderbar. Das Besondere ist, dass wir einen Parcours abstecken mussten. Der ungefähr 12 unterschiedlichen Fahrzeugen gerecht wird. Also es ist kein Problem zu sagen, man hat einen Range Rover, man hat einen Touareg und steckt eine Strecke ab, wo es ohne Probleme durch die Sektion geht oder durch den Parcours. Jetzt mussten wir aber circa 12 unterschiedliche Fahrzeugtypen hier unterbringen und dementsprechend die Sektion und Parcours so anlegen, dass auch jeder durchkam. Und das war so ein bisschen das Knifflige an der Angelegenheit, was ich denke, was wir sehr gut gelöst haben. Und jetzt Gas. Ja, die erste Frage wäre dann, ist auch schon mal jemand stecken geblieben hier in dem? Nein, bis jetzt noch keiner stecken geblieben, weil die Instruktoren, glaube ich, sehr vorausschauend Anweisungen geben, wie der Teilnehmer sich zu verhalten hat. Und ich denke mal, aufgrund dessen hatten wir bisher keine Probleme mit stecken gebliebenen Fahrzeugen, also wir mussten noch kein Fahrzeug sperren. Also dafür, dass die meisten Teilnehmer das erste Mal im Gelände sind, muss ich sagen, stellen sich sehr gut an. Aber mit der Zeit merkt man natürlich, sind jetzt schon 3-4 Stunden gefahren. Jetzt kommt langsam der Kick, wo sie sagen, wo kann ich meine Grenzen austesten, wo sind die Grenzen des Fahrzeuges. Und da sind natürlich jetzt die Instruktoren jetzt sehr wachsam, um die Teilnehmer zu bremsen. Keine Frage. Das ist die Welt einfach schneller jetzt. Ja. Die wollen um die Kurve und in das Loch schneller. Richtig. Rein. Und Männer sind manchmal wie kleine Kinder, wenn sie 400 PS Boliden unterm Hintern haben, dann verleitet es das natürlich auch mal, das rechte Gaspedal runterzudrücken. Normalerweise ist es im Gelände so, der Beifahrer muss das Fahrzeug sauber machen. Ich denke mal, in dem Fall übernimmt das heute die Waschstraße. Ansonsten ist der Beifahrer immer in der Pflicht. Nette Aufgabe. Ja. Gerade heute.